Hallo liebe YouTuber, ein ganz herzliches Willkommen in meinem Video zum Thema der Balkonbepflanzung. Es gibt so Pflanzen, die ich heiß und innig liebe. Manche Pflanzen sind so kompliziert und anspruchsvoll und es gibt Pflanzen, die sehr pflegeleicht und anspruchslos sind. Und eine meiner Lieblingspflanzen, und ich wurde von euch auch schon gefragt, ob ich nicht einen Balkonkasten bepflanzen kann. Und ja, hier ist mein Video, wurde ich also mehrfach gefragt. Und dieses Mal möchte ich einfach, also nicht einen Balkonkasten, ich mache einfach einen Korb für den Balkon, den ich heute bepflanze. Aber das lässt sich ja beliebig auch auf einen Kasten ummünzen. Und ja, also eine meiner absoluten Lieblingspflanzen ist die Dipladenia. Die mag zumindest Halbsonne oder auch richtig Sonne, die hat überhaupt kein Problem mit Wind. Und die gibt es also hier in so klein und buschig und die hat also ganz viele hier so Mini-Knöspchen. Und was die macht ist, die blüht wirklich bis zum Herbst. Die meckert nicht, wenn sie nicht sofort Wasser bekommt. Die schmeißt auch nicht viel ab. Also echtes Loblied. Und die gibt es auch in ganz vielen Größen und Farben. Und das ist jetzt also eine andere Größe. Und so sehen dann, ich habe das bewusst dran gelassen, da kann man dann die verblühten Blüten, die kann man dann einfach nur abzupfen und die machen nicht so viel Dreck. Die sind sensationell. Ich habe sogar auch einige Tests schon gemacht. Die kleinen lassen sich nicht so gut überwintern. Die großen, die lassen sich recht gut überwintern. Und hell und kühl, wichtig ist hell, hell. Die wollen auf jeden Fall Licht. Ja, und ich habe mir gedacht, dass ich jetzt heute mal einen schönen Korb für den Balkon bepflanze. Ich habe hier so einen richtig stabilen Flechtkorb genommen. Ja, der ist also, man sieht hier, da kann man auch draufhauen. Und das ist, ihr wisst ja, ich mag stabile Sachen und ich mag auch Sachen, die richtig wetterfest sind und haltbar. Ich mag dicke Gläser und ich mag einfach Qualität schlicht und ergreifend. Und deswegen habe ich heute beschlossen, diesen Korb zu bepflanzen. Wenn die Pflanzen ein bisschen mehr Erde haben, dann danken die das, die können das Wasser besser speichern und der Korb bietet jetzt auch ein bisschen Volumen. Für Pflanzarbeiten ziehe auch ich ganz gern ein paar Handschuhe an, weil ich habe auch ein Leben außerhalb von dem Blumenladen und ich habe eigentlich keine Lust, dass man sofort sieht, wo ich arbeite. Das reicht ja, wenn ich das erzähle. Ja, und in diesem Fall ist dieser Korb jetzt für einen Balkon, wo ein Holztisch ist und da soll das Wasser nicht durchlaufen. Normalerweise, also da muss man wirklich vorsichtig gießen. Normalerweise sage ich den Kunden immer Löcher reinmachen, dass das Wasser abfließen kann. In dem Fall weiß der Kunde das und er steht auch unterm Dach, da ist es kein Problem. Aber wenn das Wasser abfließen soll, nehme ich einfach die Folie, schneide ein paar Löcher rein, macht dann so ein bisschen Styropor oder Hydrokulturkügelchen und macht dann einen Stoff drauf und mach erst dann die Erde drauf. Das heißt, also ich lege eine schöne Drainage, damit das Wasser gut abfließen kann. Und hier jetzt, weil das also so ein schöner Holztisch ist für eine Terrasse, da lege ich nochmal eine Folie rein, weil mir ist die Folie, die in dem Korb ist, die ist mir zu niedrig. Und das Ärgerliche ist, wenn man dann gießt, und dann kommt einem so diese Erdsuppe entgegen, die dann aus diesem Geflecht seitlich rausfließt, dann macht es echt keinen Spaß. Und damit ich eben auch, damit man auch ein bisschen wässern kann, ohne dass es gleich auf der Seite rausläuft, lege ich einfach eine Folie rein und habe dadurch kann ein bisschen mehr Pflanzhöhe gewinnen, weil Pflanzhöhe bringt natürlich wieder Erde und die Pflanze dankt es und die gedeiht auch sehr, sehr gut. Genügt eigentlich auch in den allermeisten Fällen ganz normale Blumenerde. Die ist vorgedüngt, da braucht man die ersten 3 Wochen nicht düngen. Und danach bin ich ein Fan von Flüssigdünger. Ich mag den Dauerdünger nicht so gern. Ich finde, Flüssigdünger kann die Pflanze toll aufnehmen. Und da würde ich einfach mal, ich sag mal, alle 2-3 Wochen so ein bisschen Flüssigdünger nehmen. Bei den Engelstrompeten ist es anders, da gibt es auch bald eine Fortsetzung. Da stehen die Stecklinge auf der Kellertreppe und die Mutterpflanze treibt auch schon fleißig aus. Die wollen, wenn sie richtig Blätter haben, dann wollen die auch mehr Dünger. Aber nur, wenn sie Blätter haben, weil jede Pflanze möchte eigentlich auch gern den Dünger verwenden können und ohne Blätter kann die Pflanze den Dünger schlicht und ergreifend nicht verwenden. Und ich finde es immer ganz schön, wenn so spielerische Elemente
in dem Korb auch mit drin sind. Und ich liebe Efeu, gibt es ja ganz tolle Sorten. Das ist jetzt so ein geschlitzter Efeu. Und was man mit Efeu auch ganz toll machen kann, ist, das geht nicht immer, ja, also nicht immer nachmachen bei allen Pflanzen, aber bei Efeu kann ich einfach die Pflanze nehmen und kann die auch teilen. Und hab damit, so, zack, da ist er, der hält es aus und kann damit die Pflanze einfach an zwei Enden, ja, ein paar Blättchen muss ich leider opfern, das ist so, aber kann dann zwei Seiten von diesem schönen Korb mit Efeu dekorieren. Und die Folie, die muss ich auch gleich noch abschneiden, das mache ich auch gleich, bevor ich weitermache. Weil das lässt sich, je mehr Blätter drin sind und je mehr Inhalt in dem Korb ist, desto schlechter komme ich an die Folie ran. Deswegen mache ich das jetzt natürlich als nächstes, um mir nicht selber ein Bein zu stellen. Also die ganz entscheidende Frage vor jeder Bepflanzung ist tatsächlich, mache ich Löcher in das Gefäß oder mache ich keine? Ist die Person, die diese Pflanzen wässert, ist die in der Lage, das so zu dosieren? Oder macht man lieber Löcher oder darf das auch rauslaufen? Gibt es einen empfindlichen Stein? Also diese Fragen, die muss man schon erstmal beantworten oder muss man sich selbst stellen. Bevor man überlegt, wie mache ich diese Basis. Weil danach, wenn die Pflanzen mal alle sitzen, dann habe ich eigentlich keine Lust mehr, so viel rumzugraben hier drin. Und dann möchte ich eigentlich auch, dass die alle, dass die gut gedeihen. Und die Frage muss ich mir also im Vorfeld stellen. Das ist so ein bisschen wie beim Hausbauen. Das Fundament, das muss ich mir schon vorher überlegen, weil wenn das Haus dann drauf gebaut ist, dann ist es auch zu spät. Ja, und Ich habe diese Dipladenien, die kleinen, die ich hier nehme, ich habe die vor den Pflanzen gewässert, ich habe die getont. Man sollte also jede Topfpflanze oder die meisten, nicht gerade ein Kaktus, klar, die meisten sollte man einfach vor den Pflanzen nochmal wässern und richtig gut durchtunken, dass die gut versorgt sind und dass die dann auch in diesem Gefäß gut anwachsen und sich diesen Platz nehmen können. Ich habe hier zwei Pflanzen, die haben so ein bisschen hellrote Blüten. Und eine, die dunkelrote Blüten hat. Und da überlege ich mir natürlich auch dann bei der Anordnung, wie ich das mache. Und so, jetzt kommt sie also auch raus. Man sieht es auch oft an den Topffarben. Hier ist einmal der rote und zweimal diese hellroten oder roséfarbenen Töpfe. Und also auch die Töpfe sprechen ihre Sprache für sich. Man muss es nur einfach sehen und beachten. Und ich möchte sogar so ein bisschen Symmetrie reinbringen. Das heißt, ich pflanze die rote in die Mitte und pflanze die zwei hellroten außenrum, links und rechts. Ich finde, dass bei dieser Sorte, bei den Dipladenien, die roten und die rosanen oft besser blühen und ausdauernder als die weißen, obwohl die weißen auch sehr hübsch sind. Ja, weiß, das ist jetzt zum Beispiel, ja, die ist eigentlich, Ausnahmen bestätigen die Regel. Das ist ein Prachtexemplar. Aber ich bin auch auf dem Großmarkt immer unterwegs und suche nach den schönsten Exemplaren für meine Kunden. Und insofern habe ich da eine tolle gefunden, die müsste natürlich mit, ist ja klar. Ja, es gibt natürlich so ein paar Stellen in der Erde, die man auch noch dekorieren kann. Ist kein Muss. Ich kann entweder ein bisschen von den wilden Thymian-Zweige darüber legen. Ich finde es immer schön, wenn dezente Deko da ist. Ich kann auch noch, ich habe was ganz Tolles, ich kann auch noch kleine Birkenstämmchen. Oh, Moment, muss ich mich erstmal durchboxen. In meinen Ecken sind die wahren Juwelen. So, das ist ein kleines Birkenstämmchen. Manchmal hilft es auch, wenn man dann einfach nochmal mit einer Wurzelbürste diese Birkenstämmchen sauber macht. Die sind natürlich dreckig in den allermeisten Fällen. Und kann man auch so ein Birkenstämmchen noch reinmachen. Finde ich auch schön als Deko. Und also mein Korb hat jetzt als Vorderansicht, die Vorderansicht würde ich tatsächlich mit dem Thymian und die Rückansicht mit den Birkenstämmen. Und damit dieser Thymian nicht beim nächsten Wind
der so kommt, den Abgang macht, brauche ich wieder mal Draht. Draht ist sehr oft gefragt. Und auch, was natürlich auch sehr oft gefragt ist, ist meine Drahtschere. Kommen wir wieder zum Thema Werkzeug. Eine gute Drahtschere. Und das ist jetzt auch ein fester Draht, den ich nehme. Da brauche ich schon mindestens einen 12er Draht. Und schreibe ich auch noch mal die Beschreibung rein. Drähte, eine gute Gartenschere, gute Drahtschere. Sowas gibt es bei Floristik24. Und mit dem Draht kann ich den Thymian andrahten und kann ihn in die Erde stecken und damit fixieren. Ja, und fertig ist mein Korb. Ich habe darauf geachtet, dass ich nicht zu hoch die Erde mache. Man sieht, die Folie ist hier ein bisschen höher, dass ich die Erde nicht so hoch mache, um eben diesen Effekt zu haben, dass ich in Ruhe gießen kann und dass mir nicht sofort alles auf der Terrasse, auf dem Tisch rumläuft und dass die Pflanzen sich schön entwickeln können. Ja, ich hoffe, dir hat mein Video gut gefallen mit den Dipladenien, mit meinem bepflanzten Balkonkasten. Ist auch meine absolute erste Wahl. Den würde ich mir sofort selber hinstellen. Und ich freue mich über ganz viele Kommentare, Likes, Anregungen. Äußert eure Wünsche und bleibt dran und empfehlt mich weiter. Bis bald. Alles Liebe von eurer Margit. Tschüss.